eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit. Anna hatte ja schon darauf hingewiesen, wie das in Brüssel geht. Wird was beschlossen und dann geht der französische Präsident vor die Presse und sagt, das habe ich gemacht. Ja? Wenn es gut war. Zur selben Zeit gehen aber 26 andere Staats- und Regierungschefs auch vor die Presse, ja? Vor ihre nationale Presse und sagen, das habe ich gemacht. Und die Nachricht unserer Kollegin hier, wenn sie beim Europäischen Rat in Brüssel war, hat natürlich hinterher die slowakischen Journalisten um sich versammelt und hat den slowakischen Journalisten erzählt, wie dieser Europäische Rat aus ihrer Sicht verlaufen ist. Die slowakischen Journalisten haben nicht gehört, was der deutsche Präsident oder der deutsche Bundeskanzler dazu zu sagen hat, aber was sie gesagt. Ja, so ist es. Und deshalb ist die Vermittlung dessen, was in Europa passiert, die ja immer über die nationalen Medien läuft, weil es keine europäischen Medien gibt, ja, diese ist vollkommen unterschiedlich. Man glaubt es kaum, wie unterschiedlich die Nachrichten aus Brüssel in den einzelnen Ländern ankommen. Da liegt das wirklich. Das ist sehr, sehr schwer zu lösen. Dann noch einmal zu Großbritannien. Ich bin nicht ganz so schnell bei der Hand mit dieser Aussage, wenn Sie nicht wollen, sonst noch gehen. Auch besser sind sie weg, als das nicht klar ist, was sie eigentlich wollen. Ich finde es nicht ganz richtig zu sagen, die Briten hätten sich unsolidarisch verhalten in der Europäischen Union. Sie haben die gesamte politische Entwicklung von 1973 bis heute mitgetragen. Sie haben keinen einzigen europäischen Vertrag verhindert. Außer jetzt der Fiskalpakt, der hintergrund hat. Ich möchte schon in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass der wirklich große Vertiefungsschritt, der geplant war, von hoher symbolischer Bedeutung, nämlich die europäische Verfassung, ist nicht in Großbritannien gescheitert, sondern in Frankreich und in den Niederlanden. Und ja, hier wird daraus kein Vorwurf gegenüber Frankreich und den Niederlanden. Ich stelle jetzt nur fest, die Briten waren nicht das Problem, als es um die europäische Verfassung ging. Und was die finanzielle Seite angeht, das sogenannte britische Finanzprivileg ist 30 Jahre alt. Es war, als es eingeführt wurde, erpresst von Frau Thatcher. Die anderen haben sich erpressen lassen. Es wird schrittweise abgebaut, aber ich stimme zu, dass spätestens seit der Erweiterung dieses britische Finanzprivileg nicht zu vertreten ist, weil nämlich im Durchschnitt wesentlich ärmere neue Mitgliedsländer diese britischen Finanzprivilegien mitfinanzieren müssen. Das ist die Slowakei, die sogenannte Briten, mitfinanziert. Das ist einfach nicht noch. Aber jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Wird alles besser, wenn wir erst einen Kommissionspräsidenten haben, der scheinbar direkt gewählt ist? Sag scheinbar, denn Wahrheit ist ja nicht so. Das Europäische Parlament kann nicht wählen, wen es will, sondern es kriegt einen Vorschlag vom Europäischen Rat. Und der Rat steht unter einer einzigen Verpflichtung. Er muss seine Entscheidung treffen im Lichte der Europawahl. Das bedeutet im Klartext juristisch, er kann die Entscheidung erst treffen, wenn die Europawahl vorbei ist. Aber wie die Europawahl ausgegangen ist, muss dem Rat überhaupt nicht interessieren. Das ist eine politische Interpretation, die man haben kann, aber es ist keine handhabbare rechtliche Interpretation. Aber meine Bedenken gehen ein bisschen weiter. Das ist nur scheinbar eine wirkliche Demokratisierung, denn dieser Kommissionspräsident, der vorher ein Spitzenkandidat einer Partei bei der Wahl war, unterliegt ja denselben Restriktionen wie der Kommissionspräsident heute. Hat er nicht mehr Rechte, mehr Möglichkeiten. Und wie auch jetzt der Kommissionspräsident kann er nur Vorschläge machen. Ja? Wir haben kein parlamentarisches Regierungssystem in der Europäischen Union. Und wenn wir schon in diese Richtung denken, ich tue das auch, dass Europa ein Gesicht braucht, dass erkennbar werden muss, wer hat die Führung in Europa, dass sichtbar werden muss, wo liegt die Verantwortung. Ja, um Gottes Namen, warum sind wir denn dann nicht konsequent? Und warum schaffen wir nicht ein parlamentarisches System in Europa? Das heißt, die gesamte Kommission, nicht nur der Kommissionspräsident, die gesamte Kommission.
Wahl zum Europäischen Parlament hervor. Da spielt der Rat überhaupt keine Rolle. Und wenn der Kommissionspräsident dann eine Kommission zusammengesetzt hat, kriegt er eine Vertrauensabstimmung im Parlament und im Rat. Ja? So, das ist wie in einem normalen parlamentarischen System auch. Das wäre eine völlig andere Lösung. Und dann hätten wir einen großen Schritt hier getan zur Demokratisierung des ganzen Systems. Und dann müsste natürlich diese Kommission auch dem Parlament gegenüber in allen Fragen verantwortlich sein. Das heißt, wir müssten die Hierarchie in Brüssel ändern. Und ich plädiere hier dafür, das zu tun. Ich halte diese Idee, dass drei Gemeinschaftsinstitutionen, Kommission, Rat und Parlament gleichrangig sind, ich halte diese Idee für nicht mehr zeitgemäß im 21. Jahrhundert. Zeitgemäß ist nur zu sagen, an erster Stelle steht das vom Volk gewählte Parlament. Niemand sonst. Ja, niemand sonst hat eine direkte Legitimation in der Europäischen. Die europäische Exekutive ist nicht den Regierungen der Mitgliedstaaten verantwortlich, sondern die europäische Exekutive ist dem vom Volk, europäischen Bevölkerung gewählten Parlament verantwortlich. Das wäre ein wirklich großer Schritt. Allerdings, dieser Schritt verlangt eine Praxisprobe. Die ist im Augenblick natürlich nicht zu erreichen. Und deshalb kann man sich überlegen, ob man sozusagen das ausschöpft, was der jetzige Vertrag hergibt. Nach meiner Meinung nach ist es eine Überinterpretation. Also das ist das, was wir gerade gehört haben, ein Ausschöpfen dieser Möglichkeiten. Aber ich glaube nicht, dass damit das eigentliche Ziel eine wirklich direkt legitimierte europäische Institution das ist damit erreicht. Letzter Punkt. Ja, was für ein Europa wollen wir eigentlich? Aus dem, was Sie heute Nachmittag hier gehört haben, ging ja bisher nicht davor, dass in Wahrheit an diesem Tisch wahrscheinlich völlig unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, wie das Europa der Zukunft aussehen würde. Ich würde mich sehr täuschen in einer französischen Idee, wenn er meiner Meinung zustimmen würde, dass wir auf Dauer gesehen den europäischen Nationalstaat überwinden müssen. Also ich würde sehr wundern, wenn das ein Problem dieser Auffassung ist. Ich bin nicht für Europa, ich bin für einen Europastaat. Ich bin für ein gemeinsames Europastaat. Ja? In dem die Rechte der Nationen stark sind und weiter. Aber wo die Entscheidungen gemeinsam auf europäischer Ebene getroffen und durchgeführt. Ich sehe im Augenblick in Europa niemand, der ernsthaft eine solche Vorstellung unterstützt. Ich kenne keine einzige europäische Nation, kein europäisches Volk, kein europäischer Staat, wo Menschen bereit wären, ihren eigenen Staat aufzugeben zugunsten eines gemeinsamen europäischen Staates. Die ganze Diskussion im Türkei-Staat ist deshalb Blödsinn, weil überhaupt kein einziges europäisches Volk gibt, das den will. Aber man muss trotzdem die Frage stellen, ob die Entwicklungsrichtung, in die wir gehen, die Möglichkeit offen lässt, dahin eines Tages zu kommen, so ob er wirklich eines Tages mit nur einer einzigen, nämlich der europäischen Stimme spricht, oder ob wir sagen, wir belassen es dabei, dass europäische Einigung ein hochkomplexes System, ganz, ganz schwierig zu organisieren, von 28, 29, 30, 31, was weiß ich wie viel, Staaten am Ende sagen, immer auf irgendwelche bestimmten Wege einen Kompromiss finden müssen, und wenn wir keinen Kompromiss finden, dann können wir eben keine Sicht haben. Ob das die Antwort ist, die wir so geben können, angesichts der Tatsache, dass wir in einer Welt leben, die sich jeden Tag verändert, Der globale Wettbewerb wird jeden Tag schaffen. Ja, jeden Tag schaffen. Und aus dem der globale ökonomische Wettbewerb wird zu einem politischen Wettbewerb werden. Auch das hat bereits angefangen.
dass wir mit den globalen Mächten der Zukunft Schritt halten können in einer Organisation, in der wir uns über jede wichtige politische Frage erst monatelang unterhalten müssen, um einen Kompromiss zu finden. Da kann ich nur sagen, der irrt sich. Nevnímam ako podstatné inštitucionalizáciu a inštitucionálne riešenia, vnímam ako podstatu problému legitimitu. Legitimitu rozhodovania na úrovni Európy, pardon, presnejšie, Európskej únie. My používame slovo Európa, ale tu za týmto panelovým stolom zatiaľ máme oprávnenie hovoriť o Európskej únii a inštitúciách Európskej únie zatiaľ nemáme oprávnenie hovoriť o Európe ako celku. Pre legitimitu znamená, že občan má priamy vzťah k riešeniam, ktoré poskytne istá nadnárodná inštitúcia. Inými slovami, to, čo Európska únia vykonáva, občan vie porozumieť cez svoju každodennosť, teda cez riešenie konkrétnych problémov a tém. Tak aj postupne vznikali regulatívy, smernice a podobne ako riešenia konkrétnych problémov a tém. Keď budeme hovoriť o inštitúciách, o voľbách, o zastúpeniach, o kompetenciách, to je tá najlepšia cesta, ako od toho občana budeme ešte ďalej, ako momentálne sme. Ak budeme naopak hovoriť o problémoch, ktorými žijú a ktoré ich ťažia, a ukážeme, že Európska rada, Európsky parlament priniesol takéto konkrétne riešenie, vtedy ten občan porozumie zmysluplnosti existencie a ďalších krokov. Druhá vec, áno, keď je zle, tak to platí nie v rodine, ale v manželstve, to sú dve rozdielne situácie. Keď to nevíde, kto je vinný? No partner. Alebo partnerka. Keď to nevíde, kto je vinný? Neexistujúca imaginárna entita Brusel. Keď si otvoríte ktorékoľvek médium v ktorejkoľvek krajine, tak nájdete interpretáciu Brusel rozhodol, Brusel urobil. Keď je rozhodnutie o nejakom prerozdeľovaní, najmä financií, tak je to interpretované ako víťazstvo tej, ktorej krajiny. Presne súhlasím. Táto interpretácia tu je. A k tomu sa podpisuje ešte mýtotvorba. My máme už Európsku úniu opradenú mýtmi. Pre mňa taký najzabavnejší mýtus je, ako Európska komisia zafinancovala porno filmy, pornoherca na dôchodku. To boli titulky. Po celej Európe začalo to vo Veľkej Británii, zasiahlo to médiá v celej Európe, dokonca v niektorých krajinách. Vrcholoví politici odpovedali na otázku, čo na to hovoríte, že tá komisia toto financuje. A nemenovaní vrcholoví politici odpovedali na túto otázku, no taký, aký je bordel v Európe, také a produkty aj podporujú. Všetci, ktorí tu sedíte, viete, že je to celé lož. Nikdy nič sa také neodohralo. Nestalo, naopak, snaha režisérky slovenskej, ktorá robila ten film, aby mohol byť premietaný na európskom workshope, tak bola odmietnutá s možnosťou prezentácie takéhoto filmu. Čiže úplná mytotvorba, ktorá však vyrába titulky, ovláda médiá, zvyšuje ich sledovanosť. Preto som vysokoskeptická, že pri zmene postupu volieb prezentácii sa v jednotlivých krajinách z
sa občania jednotlivých krajín nebudú vedieť odtrhnúť od obrazoviek, aby sledovali súboj dvoch kandidátov na dôležité miesta v rámci Európy, pretože oni už dnes sa veľmi radi odtrhnú od obrazoviek, keď ide o politické relácie a politickú publicistiku. Takže asi táto cesta nevedie. Myslím si, že naozaj vedie len a len jasným diskutovaním, riešením tém, ktorými naše krajiny žijú. A posledná poznámka. Veľmi ťažké je otvárať tému intenzívnejšej integrácie v krajinách čerstvo narodených štátov. To veľmi senzitívna, citlivá otázka odovzdávania istých kompetencií a suverenity. Všimnite si, aké je to ťažké v stáročných entitách, národoch, štátoch, ale o to citlivejšie je to v mladých štátoch. A 20-ročné žitie štátu je vlastne bod nula. Keď sa len dotvára, keď si definuje spoločenskú zmluvu. A v takejto situácii otázka ďalšieho odovzdávania kompetencií je veľmi, veľmi citlivá a vzbudzuje a priornú nedôveru a spochybňovanie legitimity takýchto krokov. Preto som zástanca postupnosti integrácie, existencie dohôd a delegovanie tých kompetencií, ktoré sú riešením spoločných zdieľaných tém členských krajín Európskej únie. Nepláčala by som na tým. Ja si dovolím teraz poslednú otázku z našich pripravených otázok a potom bude nasledovať krátky priestor pre vaše otázky a potom už bude tlačová konferencia a krátka pauza pred ďalším panelom. Počas krízy stále počúvali, ako väčšina ľudí v Európe počúvala, že Francúzsko a Nemecko sa na niečom dohodli, až to nakoniec zašlo tak ďaleko, že tandem bol vnímaný ako istá forma takého direktória politického, ktorá ostatným štátom vlastne nejakým spôsobom podsúva popred vyrokované riešenia. Už sme to tu síce dnes mali, ale predsa len opýtam sa na to, pretože pán eurokomisár v minulosti so svojím francúzskym kolegom v komisii Pascalom Lamin navrhoval dokonca vznik nemecko-francúzskej konfederácie. Bolo to už síce pred, myslím, 11 rokmi, ale predsa len otázka toho kondomínia francúzsko-nemeckého a toho direktória tak veľmi nepríjemne počas krízy a tých krízových samitov rezonovalo. Das sind aber wirklich zwei verschiedene Dinge. Als ich im Jahr 1998 Deutschland Minister für Europaangelegenheiten wurde und es gab die erste Sitzung des Ministerrates, kam eine Reihe von Kollegen auf mich zu, ich erinnere mich an den österreichischen Außenminister, den luxemburgischen Außenminister, den schwedischen, einige andere, und sagten, also diese Methode hört doch jetzt wohl auf, dass wir jedem Europäischen Rat
französische Präsidenten und der deutsche Bundeskanzler sich treffen und dann den anderen einen Brief schreiben und in dem Brief steht dann drin, wie es gemacht wird. Die haben alle beklagt über diese Methode. Habe ich gesagt, ich werde mit dem Bundeskanzler darüber reden und habe das auch getan. Der Bundeskanzler hat gesagt, da haben die ja recht, das sieht doch ganz schlecht aus, wenn die Deutschen und die Franzosen den anderen vorschreiben, was sie zu machen haben. Also tun wir das nicht. Und dann gab es eine kurze Phase, in der eine Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich vor europäischen Räten nicht mehr stattgefunden hat. Und dann funktionierte gar nichts mehr. So, wir sind dann zurückgekehrt zu einer engen Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich, ohne dass den anderen einen Brief geschrieben hat. Also etwas taktvoller die Sache gehandhabt. Und ich fand es einen Fehler der letzten Jahre, dass Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel zu der alten Praxis zurückgekehrt sind, in aller Öffentlichkeit diese deutsch-französische Abstimmung vor europäischen Räten vorzuexekutieren und dann der Welt mitzuteilen, wir haben eine Einigung gefunden und was. Also ich glaube, dass das für die meisten anderen europäischen Staaten erniedrigend ist und dass sie das Gefühl haben, sie sind eigentlich nur Statisten. Ich könnte dazu ein paar Geschichten erzählen aus dem Europäischen Rat. Das lasse ich aber lieber. Und ich finde, dass Deutschland und Frankreich sehr gut beraten sind. Sehr gut beraten sind, jedes einzelne Mitglied der Europäischen Union gleich ernst zu nehmen und gleich wichtig zu nehmen. Das heißt, ja, man muss Malta wirklich genauso ernst nehmen wie die Briten. Und jedem zuhören und jedem sein Recht lassen, aber ich bleibe bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn in wichtigen Fragen es keine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich gibt, dann gibt es keinen europäischen Fortschritt. Dann kommt nichts zustande. Aber ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücken kann hier. Diese Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich bedeutet nicht, dass den anderen ein Diktat auferlegt. Diese Verständigung bedeutet, dass eine gemeinsame europäische Lösung überhaupt möglich ist. Ja, das bedeutet. Ich finde, damit sollten wir schon bleiben. Also die Praxis der französischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin, sich vor europäischen Räten öffentlich in großer Öffentlichkeit zu treffen und Ergebnisse mitzuteilen, die halte ich für falsch und für schädlich. Aber das Risiko ist im Augenblick ja auch sehr gering, wenn ich das richtig sehe. Dass so etwas passiert. Im Augenblick ist unser Problem ja wohl nicht, dass Deutschland und Frankreich den anderen diktieren, was sie zu machen haben, sondern im Augenblick ist unser Problem ja wohl eher, dass die ganz grundlegenden konzeptionellen Unterschiede in ökonomischen Fragen zwischen Deutschland und Frankreich die europäische Politik dahin gebracht haben, wo sie ist, nämlich nach meiner Meinung am Rand einer wirklichen Katastrophe. Wenn die eine große Volkswirtschaft in Europa, die Deutsche, sagt, Konsolidierung ist das Entscheidende, ja, und nur durch Konsolidierung ergibt sich wieder die Möglichkeit zum Wachstum und das durchsetzt mit dem Ergebnis, das wir sehen, tiefe Rezession und eine Spirale nach unten. Und die andere große Volkswirtschaft, die Französische, sagt, man muss diese beiden Ziele vernünftig miteinander verbinden, Konsolidierung und Wachstum. Man darf die Konsolidierungspolitik nicht so treiben, dass die Wachstumsmöglichkeiten erdrosselt werden. Man muss also hier bei den Zeiträumen und den Auflagen und berücksichtigen, was überhaupt möglich ist und was man einem Land zumuten kann. Diese beiden Positionen sind nicht vereinbar. Und das ist die Lage, die wir im Augenblick haben. Und ich fürchte, die deutsche Politik wird sich vor der Bundestagswahl auch nicht ändern, weshalb ich auch nicht damit rechne, dass wir vor dem Herbst dieses Jahres noch irgendwelche bemerkenswerten Fortschritte in Europa bei der Krisenbekämpfung machen können. Also zusammengefasst. Die besondere Verantwortung Deutschlands und Frankreichs in der Europäischen Union begründet keine Vorrechte, insbesondere nicht das Recht, anderen Vorschriften zu machen.
sondern begründet eine besondere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass europäische Entscheidungen überhaupt möglich sind. L'Allemagne n'ont pas de droits supplémentaires par rapport aux autres États membres, mais ont des devoirs. Il se trouve que ce sont les deux plus importantes puissances économiques de l'Union. La France plus l'Allemagne additionnée, ça représente un tiers du produit intérieur brut de l'Union. En outre, ce sont des pays qui ont joué le rôle le plus important pour créer la communauté européenne. Qui ont toujours été des éléments moteurs. Ils ont une capacité d'entraînement. Tous les pays sont égaux juridiquement. Mais enfin, si Chypre et Malte prennent l'initiative politique, leur capacité d'entraînement est faible. Si la France et l'Allemagne sont d'accord pour proposer une orientation, ils ont une capacité d'entraînement. Je prends un exemple sur un sujet très important que j'évoquais tout à l'heure, que nous sommes en train de négocier. Le budget européen pour les 7 années à venir. Il y a un groupe de pays, 15 pays de l'Union, se sont rassemblés avec la Slovaquie, qui d'ailleurs assurait le leadership avec la Pologne, pour une augmentation du budget européen, faisant le groupe des amis de la cohésion. Ils étaient soutenus par le Parlement européen, nous les avons invités au Parlement européen pour présenter leurs propositions sur l'avenir du budget européen. Et puis le Conseil européen a eu lieu sur ce sujet le 8 février, la position du Conseil européen a été adoptée à l'unanimité, chacun des pays avait un droit de veto, et la solution retenue par le Conseil européen, c'est une baisse du budget européen. C'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, la France et l'Allemagne étaient en désaccord. Mais cet exemple sur un sujet très important, le financement de toutes les politiques européennes pour les 7 années à venir, 15 pays rassemblés n'ont pas pu exercer l'entraînement qu'ils espéraient exercer. Et je le regrette, je soutenais cette initiative et une majorité du Parlement européen soutenait cette initiative. Donc il faut bien voir, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle il y a certains pays qui peuvent rassembler autour d'eux et qui peuvent donner un mouvement, entraîner les autres. Voilà. Et alors, Gunther a complètement raison, ça ne peut bien fonctionner que si c'est fait de manière intelligente. Que si c'est fait en respectant parfaitement les points de vue des autres et en prenant compte dès l'origine des points de vue des autres. Il faut que cela se fasse de manière telle que une première orientation commune entre les Français et les Allemands permette que commence la négociation. Je le redis, un accord franco-allemand n'est pas un diktat met fin à la discussion et les autres sont chargés d'obéir, c'est un préalable qui permet à la discussion de commencer. Et à ce moment-là, on avance. Et on peut avancer d'ailleurs dans une direction qui est assez différente de ce que pensaient au départ les Français et les Allemands. Tout à fait. Mais je crois que si on sait gérer cela de cette manière, c'est la meilleure façon pour l'Union européenne de sortir des crises et de repartir en avant. Et ça fonctionnera comme cela jusqu'au jour où l'Union européenne aura ses dirigeants à elle, ses dirigeants propres. Et là aussi, j'y reviens. Nous ne pourrons avoir une Europe politique, proprement démocratique, qui puisse avoir son moteur propre, que lorsque nous aurons des dirigeants européens. Tant qu'il n'y a pas de dirigeant européen responsable devant les citoyens européens,
par la force des choses, c'est les gouvernements nationaux qui font avancer l'Union, et à partir du moment où on fonctionne entre gouvernements nationaux, c'est les gouvernements des plus grands pays qui ont des responsabilités, qui ont une capacité d'agir un peu supérieure à celle des autres. Zažila rozhovory a bolo ich naozaj intenzívne veľa, tak v tom ostatnom čase skôr to bolo o nedohode medzi Nemeckom a Francúzskom ako o dohode. Ale to teraz nehovorím s negatívnym náborom. Jednoducho preto, že nepodceňujme prosím fakt, že sme stáli a v mnohom ešte stojíme pre tvárov v tvár riziku naozaj krachu niektorých celých štátov. Nezjednodušujme tú situáciu. Ja viem, že ekonomický rast je základ, na ktorom stála Európa, prosperovala a vyvíjala sa až na taký v úvodzovkách priateľia detail, že niektoré štáty dospeli za hranicu svojich možností až na hranicu defaultu, krachu. A tie prvé rozhodnutia a opatrenia boli zabrániť tejto lavíne šíriacej sa po Európe. Jednoducho preto, lebo mnohé z otvorených ekonomík majú doslova, sú založené na externalitách a každý záchvet v nemeckej, francúzskej či väčšej ekonomike znamená niekoľkonásobne väčšie dopady v týchto menších otvorených ekonomikách. A to, čo určite je dôležité, je nepodceňovať fakt a moment, a to počiarkujem tiež, že Nemecko spolu s Francúzskom nie len, že je to 1/3 cca za okrúhlenie hrubého domáceho produktu, ale aj 1/3 voličských hlasov a teda sila zastúpenia v rozhodovacom procese. To je tiež realita a fakt, tak to je systém nastavený. A čo sa týka konzenzu a hľadania spôsobov riešenia, jedna vec je dosiahnutie dohody na úrovni summitov a druhá vec je schopnosť presadiť tieto dohody na národnej pôde. Padlo 10 vlád za toto krátke obdobie. Práve preto, že nezískali podporu a legitimitu na presadenie rozhodnutí, ktoré, podotýkam, v mnohom neboli o škrtoch a konsolidácii, ale o nevyhnutných a potrebných reformách, ako je napríklad reforma dôchodková alebo zdravotníctva, teda reformách, ktoré krajiny bývalé štvorky, mnohé z nich už majú za sebou a úspešne za sebou. Príklad Slovinska. Nepresadil premiér v referende nevyhnutnú dôchodkovú reformu, padla vláda. Čiže nebolo, nie je a nebolo to len a len o reakcii na škrty, to boli situácie v Grécku, Portugalsku, Španielsku, ale boli to aj reakcie na potrebné reformy, ako je napríklad prípad Slovinska, teda tie rozhodnutia boli individuálne a boli naozaj rozdielne. A to, čo by som rada počiarkla na záver, je nás 27, a dúfam, že sa nenaplní, na Slovensku máme takú populárnu pesničku, bolo nás 11, zostal som len sám. Ja pevne verím, že tá skupina krajín sa bude zväčšovať, ale to, čo je podstatné, je, že v rámci týchto 27 krajín 7 krajín nemá zásadné ekonomické problémy ani z hľadiska rastu nezamestnanosti, ani z hľadiska ekonomickej krízy. 20 krajín pol na pol s väčšími problémami a relatívne menšími problémami. Teda aj tie dopady a reálna situácia je rozdielna, takže prosím, nie je prekvapujúce, ak jednotlivé vlády alebo premiéry na tú rozdielnú situáciu rozdielne reagujú a očakávajú rozdielne riešenia.
lebo áno, ona reálne je rozdiel. Pekne. Mne sa páči, máme teraz miesto na jednu alebo dve otázky. Dobrý deň. Keďže ja som mladý človek, chcel by som sa opýtať tú otázku, ktorá sa priamo dotýka mňa. Asi pred rokom Európska komisia zverejnila nový návrh Erasmus pre všetkých na obdobie 2014-2020, kde bolo predpokladané, že ten rozpočet bude 19 miliard. Pre tento deň sa to zmenšilo na 14 miliard, predpokladáme, že to pôjde aj dole. A preto sa chcem spýtať, prečo práve Európska únia neinvestuje do mladých ľudí a nie je to ich priorita, aby mali viac možností ísť von na Erasmus, keďže Erasmus je jeden z najlepších projektov v Európe, oslavoval 25 rokov a práve v tom vidím také jadro toho, aby sme sa mohli viac integrovať. To je aj taká moja otázka, že prečo nebudeme investovať alebo neinvestujeme viac financí práve do tohto vzdelávania v Európe. Ďakujem pekne. Zoberieme tri otázky a potom budeme odpovedať. Nech sa páči, tu sú dve hneď. Ďakujem. Dovolte mi položiť otázky po francúzsky. Peut-être une question pour nos membres du panel, mais plutôt adressée à monsieur Lamassoure. Vous avez évoqué le fait, qui a été repris par d'autres, que nous ne souhaitons pas une Union européenne ou les États-Unis d'Europe. Cependant, nous avons évoqué, ou je reprends quelques mots que vous avez utilisés, nous avons une communauté d'intérêts qui renforce une communauté de destin. Nous avons des pouvoirs du Parlement qui ont été renforcés par le traité de Lisbonne et qui donnent une vision un petit peu plus fédérative de l'Union européenne. La solidarité budgétaire, qui est peut-être prônée aussi par une sorte d'union fiscale à l'allemande. Vous avez évoqué un impôt européen aussi. Vous avez évoqué aussi Monsieur ou Madame Europe avec un visage. Donc la question est quel modèle politico-économique pour l'Europe, ou plutôt, si je peux me permettre de retransformer ou reformuler ma question, dans un souci de transparence pour les citoyens qui vont s'exprimer l'année prochaine, est-ce que l'intégration européenne n'est pas une voie vers une fédération européenne? Poprosím ešte tretiu otázku, myslím. Ďakujem. Ja sa volám Juraj Kapiža a som z Inštitútu INES. Aby som si dovolil takú špekulatívnu otázku k euru. Názov konferencie je Iná Európa bola možná, tak sa skúsim spýtať, či si panelisti myslia, že Európa bez eura dnešná by bola Európou, kde by bolo menej napätia medzi členskými krajinami alebo viac napätia medzi členskými krajinami. Pýtam sa to preto, lebo ja to euro vnímam ako jeden z dôležitých faktorov, ktorý prispel k tomu, že tie nerovnováhy dospeli tam, kam nakoniec dospeli. A ešte by som mal poznámku k tej monetárnej omelete. Myslím, že história ukázala množstvo prípadov, keď sa z tej monetárnej omelety spravili spätne vajcia. Napríklad tá československá koruna sa nakoniec rozdelila na českú a slovenskú. Dobre, ďakujem pekne a poprosím teraz našich panelistov, aby reagovali. Ich glaube, ich muss nur eine Frage beantworten. Die Frage, die letzte, die nach dem Euro. Ich glaube nicht, dass die Lage in Europa besser wäre, wenn wir den Euro nicht hätten. Ganz im Gegenteil. Ich darf mich mal daran erinnern, dass es ja gute Gründe gegeben hat, warum der Euro eingeführt wurde.
Da wussten wir von dieser Krise der Finanzmärkte und dem verbrecherischen Verhalten einiger Banken. Da wussten wir aber gar nichts davon, das konnten wir auch gar nicht wissen. Die Gründe für die Einführung des Euro waren ja weltwirtschaftlicher Natur, dass wir uns als Europäer durchsetzen müssen, gegen den Dollar, aber auch eine starke Währung, eine gemeinsame Währung anbieten müssen für die entstehenden großen Wirtschaftsräume in Asien und Amerika. Zweitens war es notwendig, uns selber zu schützen vor der Währungsmanipulation in den einzelnen Mitgliedsländern, die Wettbewerbsunterschiede einfach dadurch ausgeglichen haben, dass sie ihre Währung abgewertet haben. Das führte ständig zu Turbulenzen im intraeuropäischen Handel und zu einer Unberechenbarkeit und schließlich natürlich auch die Gemeinschaftswährung als Schutz gegen Spekulanten, die sie auf eine einzelne europäische Währung stürzen. Darf ich daran erinnern, dass im Jahre, wann war das? Ich glaube, was sind die Briten aus dem EWS? 1992 hatten wir diesen Herrn Soros, Kanzlerwagen in Ungarn. Der gegen das britische Pfund spekuliert hat und Metallspekulation gegen das britische Pfund damals die Briten gezwungen hat, aus dem europäischen Währungssystem auszusteigen. Ein einziger Spekulant konnte das schaffen. Ich möchte an der Stelle mal in Klammern bemerken, da Herr Soros sich ja jetzt von Zeit zu Zeit immer wieder zu Wort meldet und den Europäern erklärt, was sie für das zu tun haben. Sollte jeder wissen, dass Herr Soros heute noch dasselbe ist, was er vor 20 Jahren war. Ein Spekulant, der eigene Interessen hat und noch weiter nichts klammert. Also meine Antwort ist ziemlich eindeutig. Wir hätten größere Probleme, wenn wir den Euro nicht hätten. Und ich muss auch hinzufügen, die Probleme, die wir heute haben, sind ja nicht Probleme der Währung an sich. Unsere Währung ist doch stabil. Ja, wenn Sie sich die Inflationswerte anschauen, nehmen Sie die 10 Jahre vor der Einführung des Euro und die Jahre nach der Einführung des Euro, dann ist in der Zeit, seit wir den Euro haben, ist die Inflationsrate in Europa niedriger als vorher. Das heißt, unser Geld ist stabiler als vorher. Wenn Sie sich den Außenwert des Euro angucken, da hat sich eingependelt bei einem für unseren Außenhandel ganz vernünftigen Wert, da könnte es gar noch ein bisschen niedriger bleiben. Also, es ist eine falsche Vorstellung zu glauben, dass wir einen großen Vorteil davon haben, wenn die Parität des Euro gegen den Dollar bei 1,50 steht. Ja, das ist absurd. Also die innere und die äußere Stabilität des Euro ist ja da. Das Problem, das wir haben, ist nicht ein Problem mit der Währung, sondern ist ein Problem mit der Überschuldung einiger Mitgliedstaaten. Und in einigen Fällen, wie zum Beispiel Griechenland und Zypern, ist diese Überschuldung eine Folge eines unverantwortlichen Handels eines bestimmten Wirtschaftssektors. Die Iren haben überhaupt keine Probleme gehabt mit ihrem Haushalt. Ja? Und die Iren hatten auch überhaupt keine Überschuldung. Aber die Iren haben ihren Bankensektor retten müssen, weil sonst ihre ganze Volkswirtschaft in Keller gerissen worden wäre. Durch das irische Problem. Also ich glaube nicht, dass ein Raus aus dem Euro irgendwie nutzen würde. Allerdings müssen wir sicherstellen, dass der Euro nicht nur eine schöne Wetterveranstaltung ist, sondern dass seine Regeln eben und dann funktionieren, wenn wir uns in wirtschaftlich schwierigen Zeiten befinden. Das ist noch nicht vollständig erreicht, aber wir sind noch im Weg dahin. Das Parlament hat eine Menge getan mit der Sixpack.